Ich mache mich heute am Salzburger Mönchsberg auf die Suche nach alter und neuer Technik. Da gibt es nämlich einiges zu entdecken, von der Salzburger Festungsbahn über die Wasserversorgung der Stadt Salzburg bis hin zu Klängern in der Altstadt. Und mein erster Stopp ist die Festungsbahn. Ja, hallo Josef. Grüß dich, Elisabeth. Gut, dass ich dich da triff. Du kannst da sicher einiges über die Geschichte der Festungsbahn erzählen. Ja, freilich. Die Festungsbahn, die gibt es bereits seit 1892. Und ist natürlich in mehreren Schritten mal modernisiert worden. Was ist da alles passiert? Naja, die erste Festungsbahn, die hat es gegeben von 1892 bis 1959. Das war die Tröpfelbahn. Und warum Tröpfelbahn? Naja, man hat in der Bergstation in den Wagen Wasser eingefüllt, damit er schwerer war als wie der Wagen in der Talstation. Und dann ist der runtergefahren? Genau, und der andere ist raufgezogen worden. Und da hat es ja damals auch schon eine Mittelstation gegeben? Da hat es auch die Mittelstation gegeben, ja. Wenn da jemand zugestiegen ist, hat man in den anderen Wagen wieder Wasser einfüllen müssen, damit er wieder schwerer ist, wie der Wagen, der Wasser rauffährt. Und ich nehme mal an, dass da auch nicht alles so ausgeschaut hat, immer wie es jetzt ausschaut. So. Ja, die Kassen waren sowieso ganz anders. Es hat keine Digitalisierung gegeben. Es hat früher Zettelkarten gegeben, die waren auf Rollen drauf, die waren zum Runterreißen. Entwertet hat man es, indem man es eingerissen hat. Heute hat man Scanner, die Karten entwerten. Man hat früher im Winter nicht fahren können. Ah. Weil das Wasser ist natürlich eingefroren, wenn es zu kalt war. Okay. Also man kann das ganze Jahr durchfahren. Und auch die Revisionszeiten sind viel kürzer geworden. Und welche Komforts oder welche Vorteile hat es jetzt auch für die Mitfahrenden, für die Fahrgäste? Naja, für die Fahrgäste. Die Bahn ist größer geworden. Man steht nicht mehr so beengt drinnen. Es ist alles mit WLAN vernetzt. Wir haben WLAN für die Gäste, wir haben WLAN für die Mitarbeiter, für die Kassen. Wir haben aber WLAN bei der Technik von der Festungsbahn. Okay. Die ganze Signalübertragung der Fahrzeuge und zu den Stationen und umgekehrt funktioniert mit WLAN. Die Fahrzeit war nicht unbedingt kürzer damals, wenn man die richtigen Schaffner gehabt hat ganz früher. Die haben natürlich zusammengespült sein müssen. Die haben sie mittels Horn haben sie die Signale gegeben, dann haben sie gewusst, sie sind fertig. Und sie haben auch Bremsen lösen müssen. Und wenn das nicht so funktioniert hat, waren sie natürlich langsam. Wenn die gut zusammengespült waren, dann waren die natürlich relativ flott. Das heißt auch innerhalb von 60 Sekunden? Das haben die geschafft, ja. Innerhalb von 60 Sekunden. Dann tun wir das jetzt auch. Ja, gut, dann fahren wir. Das ist jetzt die Mittelstation, ich fahre aber ganz offen. Und schon bin ich bei der Festung heroben. Da hinter mir in dem Holzverschlag, da drinnen steht der Grund, warum dreimal am Tag in der Salzburger Altstadt die Orgeln erklingen. Das ist nämlich der Salzburger Stier und der ist früher händisch betrieben worden. Mittlerweile läuft das natürlich alles automatisch ab. Der Stier erklingt heute dreimal am Tag. Das ist immer um 7, 11 und um 18 Uhr, immer so 5 Minuten nach Punkt. Das ist zuerst unten in der Stadt das Glockenspiel und dann kommen immer wir mit dem Stier brüllen. Wenn der Salzburger Stier brüllt, da gehen zuallererst die Fenster auf und dann kommt gleich dieser F-Dur-3-Klang von diesen Pfeifen hier, das ist das Stierbrüllen und dann beginnt je nach Monat eine unterschiedliche Melodie. Die Melodie wird von uns eingestellt, also das passiert noch händisch, ist nicht automatisiert. Und wenn die dann fertig gespielt hat, brüllt der Stier nochmal wieder der F-Dur-3-Klang und da schließen sich am Ende wieder die Fenster. Das Hornwerk mit seinen rund 135 Orgelpfeifen stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert, wo heute nur mehr einmal im Monat ein kleiner Handgriff nötig ist, um die Melodie umzustellen, waren damals zweimal täglich mehrere Menschen damit beschäftigt, den Stier über der Stadt brüllen zu lassen. Früher hat man da drei Mann gebraucht, damit der Salzburger Stier bedient wird. Da gibt es jemanden, der kurbelt hier, ein weiterer, der protokolliert, dass es auch bedient wurde. Das war eine wichtige Dienstpflicht. Und einen Stock drunter gibt es auch jemanden, der bedient quasi die Lunge vom Salzburger Stier, den Balg, und sorgt einfach dafür, dass da Luft draufströmt. Heute ist es alles automatisch, also das hat man mechanisch einfach umgerüstet, aufgerüstet und da braucht man heute keine Menschen mehr. Das ist jeweils dreimal am Tag einfach zu den Zeiten spielt das völlig ohne, dass wir was machen müssen. Das
war einfach wirklich ein Wecker bei Salzburger. Früher hat es um 4 Uhr morgens gespielt, da standen die Leute normalerweise auf und dann um 7 am Abend wieder. Das war dann quasi die Zeit zum nach Hause gehen, ins Bett gehen. Seinen Namen hat er aus einem ganz einfachen Grund. Der Stier hat seinen Namen von dem F-Dur-Dreiklang, den man ganz am Anfang hört. Das war auch der originale Ton und das hat einfach die Leute früher an genau dieses Tier erinnert und daher kommt der Name Salzburger Stier. Im Laufe der Jahrhunderte musste das Instrument aber häufig restauriert werden. Es war ein Freiluftinstrument und deswegen war das auch so oft zum Reparieren, weil es einfach Wind und Wetter ausgesetzt ist mit Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und allem Möglichen. Also da wird ab dem späten 17. Jahrhundert bis in die 20er Jahre wird ständig alles hergerichtet. Heute verweilen die Orgelpfeifen gut geschützt in ihrem Holzverschlag und ertönen jeden Tag über der Altstadt. Der Reißzug ist ein weiteres technisches Gerät mit einer sehr langen Geschichte da auf der Festung. Reiß kommt in dem Fall nicht vom Wort Reiß, sondern vom Wort Reisen, habe ich mir sagen lassen. Und der bringt da schon sehr lange Güter auf die Festung. Es ist ein Materialtransporter aus dem späten 15. Jahrhundert und es ist die älteste sich noch in Betrieb befindende Standseilbahn der Welt. Und im Gegensatz zur Festungsbahn ist die wirklich als Materialtransporter gedacht und nicht zum Personentransport. Der Reißzug führt vom Stift Nonnberg bis hinauf auf die Festung und wird, genauso wie die Festungsbahn, von der Salzburger AG betrieben. Die Technik war natürlich in früheren Zeiten eine andere. Also ganz, ganz früher war es so, also im originalsten Zustand hat man Holzschienen gehabt und zwei Wagen, die gegengleich rauf und runter gezogen wurden, mit einem Hanfseil. Das war so 300 Meter lang und das war schon so 1,3 bis 1,7 Tonnen schwer. Und gezogen wurde hier von Menschen, da braucht man mindestens 9 Menschen, das waren oft Häftlinge auf der Festung, oder von Tieren wie zum Beispiel Ochsen oder Pferden. Und mit den Jahren gibt es dann eine Modernisierung, also das geht so schrittweise. Da werden Ende vom 19. Jahrhundert werden zum Beispiel die Schienen ausgetauscht, da werden die Holzschienen ersetzt durch Eisenschienen. Und am Anfang vom 20. Jahrhundert wird dann dieses Seil geändert, das ist dann kein Hanfseil mehr, sondern das ist ein Stahlseil, wie es heute ist. Und das Ganze, dass es elektrisch ist, das passiert dann im Laufe des 20. Jahrhunderts. Jetzt geht's weiter über den Mönchsberg. Da gibt's ganz schön viele Spazierwege und Aussichtspunkte, wo man einen richtig schönen Blick über die Stadt Salzburg hat. Im Mönchsberg drinnen ist ein großer Wasserspeicher der Stadt Salzburg, dort direkt hinter mir. Von da aus werden zahlreiche Haushalte mit frischem Trinkwasser versorgt. Und ich schaue mir heute an, wie das mit der Trinkwasserversorgung schon seit Hunderten von Jahren in Salzburg funktioniert. Die Salzburg AG verfügt insgesamt über 8 Trinkwasserhochbehälter mit einem Fassungsvermögen von insgesamt über 50.000 Kubikmetern Wasser. Meist bleibt das Wasser dort nur einen Tag lang. Die Trinkwasserqualität ist in Salzburg enorm hoch. Im Wasserspiegel treffe ich Ludwig Steiger von der Salzburg AG. Er gibt mir eine kleine Führung durch das Museum. Hier sehen wir eine Trinkwasserleitung aus dem Jahr 1929. Das ist eine Graugussleitung. Das sind die Leitungen, die vor gut 100 Jahren verbaut worden sind. Und wie viele Kilometer hat es von denen zum Beispiel jetzt gegeben damals? Damals haben wir bei Weitem noch nicht so ein dicht ausgebautes Netz gehabt. Derzeit haben wir rund 800 Kilometer Wasserleitung in der Stadt verbaut. Wahnsinn. Und ganz, ganz früher hat es ja auch Holzrohre gegeben, oder? Richtig, da haben wir Holzrohre in Verwendung gehabt. Die kann ich dir jetzt zeigen. Passt. Hier sehen wir Holzwasserleitungen, wie sie vor rund 400-500 Jahren in Verwendung gewesen sind. Diese Wasserleitungen sind aus dem Bereich der Moosstraße. Damals wurde das Wasser der Fürstenbrunnquelle bis in die Stadt mit diesen Holzrohren hineingeleitet. Das ist unglaublich, wie gut die noch erhalten sind eigentlich. Hat man damals die Wasserqualität auch so sichern können mit der Technik? Eine Wasserqualität oder eine Trinkwasserordnung hat es in dieser Zeit eigentlich noch nicht gegeben. Also wir können derzeit keine Aussage darüber treffen, wie damals die Trinkwasserqualität überhaupt war. Aber heute schaut man sehr, sehr genau drauf. Heute testen wir sehr genau, richtig. Und zwar mit rund 2400 Trinkwasseruntersuchungen im hauseigenen Labor. Richtig erfrischend.
Bei dem wunderschönen Ausblick bin ich auch schon bei meiner letzten Station angekommen, dem Mönchsbergaufzug. Den gibt es schon seit 1890. Damals hat der natürlich aber ganz anders ausgeschaut. Den Mönchsbergaufzug, den gibt es bereits länger wie die Festungsbahn. Der erste Mönchsbergaufzug, das war ein Außenlift. Den hat man an die Außenmauer von Mönchsberg montiert. Dann ist in die Jahre das dann zu wenig geworden und dann hat man die Lifte eingebaut und man hat drei Lifte in den Berg geschlagen. Jetzt haben wir drei Schnelllifte. Die Höhe der Lifte sind 60 Meter und die Fahrzeit ist nur mehr 30 Sekunden. Und mit der ganz modernen Technik bin ich ganz schnell wieder in der Salzburger Altstadt angekommen.